guten Morgen, es ist Karfreitag und ich dachte, ich nehme euch ein bisschen mit durch unser Osterwochenende. Das ist ja ein ganz besonderes Osterwochenende, denn ja, wir haben alle die Ausgangssperre in Anführungsstrichen, also Kontaktverbot. Und ich mache jetzt erstmal Frühstück und ich wünsche euch ganz viel Spaß an unserem Osterfamilienwochenende. Begrüßung erst wieder. Ja, ich gehe mich mal eben ums Rührei kümmern. Wir haben eine neue Sucht. Und zwar spielen wir jetzt immer Rommi. Calvino kann das schon richtig gut. Das hat so, wie lange hat das gedauert? Nur 2 Tage, ne? Und jetzt gewinnst du schon. Ziehst uns schon ab hier beim Rommi-Spielen. Wie, du bist so gut wie raus. Du hast jetzt schon fast alle zusammen, oder was, die du brauchst? Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich habe schon fast alles zusammen, was ich brauche, um rauszukommen. Kann ja nicht dein Ernst sein. Ist aber mein Ernst. Jetzt lust die Mama nur noch ab hier. Am Anfang so, oh, da wusstest du nicht mal die Reihenfolge, Bube, Dame, König, und jetzt bist du der Gewinner hier. Yes. Yes. Das habe ich früher so viel mit meiner Mama gespielt. Nee, ich mache halt das Ass und schmeiß noch hier. Herz 4. Nee. Immer wenn ich trinken will, bist du schon fertig. Zeig. Bube, Dame, König. 10. Warte. Du kannst. Achso, 10 Bube, Dame, König. Ja, aber ich wollte gerade sagen, du kannst ja nicht 2 Joker nebeneinander legen. Ja, das geht aber auch so. Ja, so geht das. Super. Ja. Kann ich noch irgendwas? König, Herz, Ass, Herz 2. Ich brauche noch Herz 3. Muss ich jetzt noch. Ich habe gar keine gezogen. Sicher? Noch kannst du einmal durchzählen, deine 1, Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 und die, die liegen? 1, 2, 3, 4. Das sind 13. 14, nee, 13, genau. Musst du eine ziehen und eine abschmeißen. Ja. Muss man immer die Reihenfolge aufpassen, weil du dich immer so offensichtlich freust. Mann. Ja, da kann ich doch nichts für. Nein, das stimmt. Was schmeiße ich denn? Brauche ich nicht. Ich kriege jetzt die Karo 6, ja? Von mir aus. Ich mache uns gerade einen Kaffee. Wir sind eigentlich jeden Tag, den ganzen Nachmittag draußen, weil so herrliches Wetter ist. Also da kann man die Zeit wunderbar im Garten genießen für die, die einen Garten haben. Alle, die keinen Garten haben, die tun mir jetzt so leid. Ja, die können halt nicht mal eben so rausgehen und das Wetter genießen. Und im Park sitzen darf man, glaube ich, auch nicht so. Also halt, wenn dann nur alleine. Ich weiß es auch nicht. Weil uns das nicht betrifft, habe ich mich damit gar nicht auseinandergesetzt. Die Thermoskanne wieder voll.
Die ist bei uns jeden Tag jetzt im Gang. Ist wie ein Campingleben, wenn wir den ganzen Tag immer so draußen sind. Wie viele Runden Rommel habt ihr geschafft? Wir warten auf dich. Oh. Nein, noch drei Stück. Murphy sucht verzweifelt eine Stelle, wo er seinen Knochen schön wieder verstecken rein kann. Ich hab ihn gerade da verbuddelt, da habe ich dann runtergejagt. Ach, in eine Blumenerde? Er sagt, die ist so schön gerade, die Blumenerde. Gibst du mir Kaffee und Süßstoff bitte? Ja. Ist Ostern. Wir essen heute kein Fisch und kein Fleisch, Karfreitag. Wir halten uns. Wir essen sowieso kein Fisch und kein Fleisch. Du heimlich manchmal schon. Gar nicht. Nimm mir den Miet ins Brötchen packen. Das, was wir noch loswerden müssen, das Miet oder was? Das, was das Murphy uns in den Mund reinreibt von seinen Lefzen. Was für Miet? Ja, was Fleisch. Ist Miet? Mit. Miet. Fleisch. Miet. Fleisch. Er will auf dir die Sonne genießen. Geschmückt mit Socken. Oh, was war das? Das war ein Eichhörnchen. Echt? Ja. Hm. Ich hätte das kriegen würde, aber ne? Versuchen kann man es ja mal. Man sieht gar nichts, man sieht nur die Sonne. Wir warten dann eine Dreiviertelstunde auf den Bären. Ja. Im Homeoffice. Ja, im Homeoffice. Die ganzen Österreicher. Ja. Reden darüber, dass es wieder weitergeht. Normale Leben. Und kotzen. Ja, langsam wird's langweilig, oder? Für mich nicht. Ich genieße das immer noch. Ich nicht. Warum nicht? Ich gehe nach Arbeit in dieser Umsteuer. Wenn die mitnehmen oder brauche ich nicht? Ich habe mein Handy dabei. Dann reicht das ja, oder? Ja. Warte mal, nimmst du das dir? Nimm ich mal eine Mütze kurz. Mütze? Käppi. Ach so, wollte schon sagen, weil für Mütze ist ein bisschen sehr warm, oder? Aus dem Löffel, ich nicht jedes Mal richtig zu Küche gehe, aber ich bin der Geist. Das. Aber da es das zu 90% gibt, geht er lieber mit vorsorglich. Calvino, möchtest du mitgehen spazieren? Nein, ich kann gerade nicht. Kannst gerade nicht? Okay, dann viel Spaß beim Boxen. Mhm. Bis gleich. Bis gleich. Wenn was ist, ruf an, ne? Ja, okay. Tschüssi. Wollen wir es verstecken für ihn? Ja. Zum Suchen? Ah, warte. Okay. Dann gehen wir. Ja, Smurfy, dann geh mal hinten auf deinen Platz. Komm, Smurfy, hopp. Na, na, na. Sitz. Ja, sitz. Okay. Warte. Oh, ich hab... Mach Sitz. Warte. Sitz. 3, 2, 1. Okay. Ja, wollte bei drei schon zocken, oder? Das war nicht Kante. Ja. Weißt du denn, bist du dir sicher, dass wir da Essen bestellen können, wo wir bestellen wollten? Heute, Karfreitag? Habe ich dir gesagt? Ja? Ich habe mit extra Nummer angeschrieben. Ach so, okay. Ja, super, danke. Freut sich. Nicht, dass wir hier verhungern heute. Dann gieße ich noch eben die Blumen, ne? So, wir hatten nämlich geplant, heute Essen zu bestellen. Müssen wir nicht kochen. Schmeckt uns so. Normalerweise nehme ich immer, das ist beim Griechen, normalerweise nehme ich so ein, wie heißt es denn?
Pita. Vegetarische Pita ohne Tzatziki. Aber heute nehme ich mal gefüllte Weinblätter und Pommes dazu. So, lecker Abendessen vom Dealer des Vertrauens. Was gibt's? Wie viele Pommes haben wir denn bestellt? Ey, das ist nicht für dich. Zwei große. Ich sag doch, ich habe auch bestellt. Aber bei mir kommt nie an, sagt er. Ja. Miss Murphy bestellt sich alles, jeden Tag. Alles. Wie würde ich jetzt auf der ganzen Welt einmal anrufen? Ich hätte gerne alles. Ich hätte gerne alles. Ja, das kannst du haben. Oh, geil, sagt er. Fett ist da dran. Fettiges Fett ist da dran. Geil, Leute. Wir kommen da hier. Ja, das riecht richtig schön nach Pommes. Ach, hier sind meine Weinblätter. Er sagt, ey, ich habe gerne so riechen. Die haben mit Tzatziki gemacht, die Weinblätter. Ach, wie echt tolle Stimme. Ja, ist immer, wenn man nicht selber hingehen kann, ne? Egal, ich schieb den zur Seite. Oder ja, möchte den vielleicht Calvino haben? Ey! Ich nehme den schon. Hier ist Murphy. Isst du die trotzdem, die Weinblätter? Ja, das ist ja daneben, das berührt die nicht. Und hier ist die Pita mit Tzatziki. So, meine Lieben, ich wollte das Video jetzt hier im Bad beenden. Wir waren noch eben spazieren. Achso, beim Abschminken wollte ich das beenden. Das habe ich noch nicht erwähnt, glaube ich. Ja, wir waren die letzte Runde spazieren, sehr spät heute um 21 Uhr und es ist noch hell draußen. Ich habe hier so eine Seife vom DM von Alverde. Lavendelseife, glaube ich. Und guck mal, wie die aussieht, weil ich die halt immer an den Dingern hier, an diesen Abschminkpads reibe. Ich bin zwar heute gar nicht geschminkt, aber ich wollte mir trotzdem mein Gesicht vernünftig reinigen. Außerdem riecht die Seife total lecker. Also nicht lecker, gut riecht die. Angenehm. So. Ich hatte euch letztens am Ende von einem Video einen Ohrwurm erzählt, und zwar das Boot. Und da hat mir jemand auch in die Kommentare geschrieben, so ja, das ist Kult und so. Und gerade auf unserer Gassi-Runde, da kam mir dann das Lied in den Kopf und seitdem habe ich wieder einen Ohrwurm. Und zwar ist das, passt auf, mal gucken, wer es kennt. Hello again. So. Wer kennt das Lied? Schreibt mir bitte unten in die Kommentare, wie es weitergeht, wenn ihr wisst, welches ich meine. Ja, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe das irgendwie angefangen zu singen und seitdem... Ein Ohrwurm halt. Ja, gut, das war unser Karfreitag, unser Ostern mit der Kontaktsperre. Und ja, morgen geht es ja weiter. Morgen ist Samstag, ist ein ganz normaler Tag. Alles ist geöffnet, also nicht alles, halt alles, was zurzeit offen hat. Und ja, dann haben wir noch zwei Feiertage. Ich werde mich bestimmt noch mal melden. Am Wochenende mit einem Vlog über die Feiertage. Erst habe ich gedacht, ich mache diesen Vlog über mehrere Tage und fasse das zusammen. Aber da ich doch heute relativ viel gefilmt habe, mache ich dann doch noch einen anderen Vlog von den Osterfeiertagen. Ja, ich wünsche euch allen schöne Ostern. Genießt die Sonne. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!